Die Stiftung Insan Filmes nimmt an einer internationalen Konferenz teil, um Katars Unterstützung für den Terrorismus aufzudecken. Der amerikanische Nahostforschungsfonds organisierte eine internationale Konferenz in Washington, um über den Staat Katar in der Welt und seine Politik zu diskutieren. Unter dem Titel Katar ein Verbündeter der Vereinigten Staaten oder ein Feind. Die Stiftung Insan Filmes sagte, die auf die Produktionen von Dokumentationen spezialisiert, Mohammed Fathi, Mitbegründer von Insan Filmes, wird an der Konferenz teilnehmen, um zu diskutieren, wie Katar Al Jazeera Nachrichtensender und andere Medien zur Unterstützung des Terrorismus und des religiösen Extremismus in der ganzen Welt nutzt. Und als ehemaliger Journalist von Al Jazeera Englisch erläutert Fahmi das System, die von Al Jazeera Nachrichtensender gefolgt, um die Informationen in Zusammenarbeit mit nicht berichteten Quellen zu sammeln, die zu terroristischen Organisationen gehören, ohne das Wissen der Journalisten des Senders. Und die Fahmi zeigt die Eigenschaften der Filmes von Insan Filmes über den Versuch von Katar und mehr als tausenden E-Mails von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Staatschef sowie von Sportlern und Journalisten zu durchdringen, die Anfang Januar auf einer Pressekonferenz in Kairo angekündigt wurde. Und die Konferenz wird von Ronald Sandy besucht, einem ehemaligen Analyst des niederländischen militärischen Geheimdienstes. Diesen E-Mail vom Berater von Katar im Rahmen der elektronischen Terrorkampagne von Katar geschickt wurde.